Adam, ja. Sind Sie fertig in der Klinik? Ja. Vorerst. Gut. Frank kann die Sicherheitslücke immer noch nicht schließen. Gehen Sie in die Derelict Row und kappen Sie die Verbindung. Ich gehe, wohin, ja? Achso, wir haben ja drei Punkte. So, wir bräuchten, ist das die Hackeranalyse? Sagen Sie einfach mal, Knoten eines Netzwerks, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Okay. Sozialoptimierer. Verwendung analysiert und überzeugt Personen. Ich glaube, das sollten wir nehmen. Merken wir uns mal. Schleichoptimierer. Zeigt tarnungsrelevante Informationen wie Sichtfelder sowie die letzte bekannte Position. Das ist auch nicht schlecht. Aber ich hätte gern sowas wie Tragen oder so. Schützt vor gefährlichen Gasen, ermöglicht längere Sprints. Okay. Was ist das hier? Der Energieumwandler? Beschleunigt? Beschleunigt, okay. Taifun-Sprengsystem haben wir noch nicht, ne? Arm, kybernetische Armprothese. Vergrößertes Inventar. Ein Punkt. Hier ist die Inventarreihe. Und hier ist Heben und... Oh, Wand durchschlagen, durch geschwächte Mauern brechen. Aktivierung situationsabhängig. So, was wollte ich jetzt hier kaufen? Also das hier... Okay, und das. Dann ist unser Inventar, Moment, jetzt ein Ticken größer, was gut ist. Haben wir mehr Platz für Kram, für Stuff. Achso, warte mal, ich guck mal mit. Oh, schon alles geplündert. Hier ist nichts, okay. Ich glaube diese Geiselgeschichte nicht. Terroristen auf unserem Territorium? Ich weiß. Und dieser Taggart behauptet, nichts damit zu tun zu haben? Ja. Das glaube ich keine Sekunde. Ach, guck mal an. Den kennen wir doch. Sie haben meine Nachricht also erhalten, Kerbron. Sanders, es ist riskant für Sie, mich so nah an der Seraph-Zentrale zu treffen. Nicht riskanter als für Sie. Immerhin haben Sie mich laufen lassen. Aber ich habe nicht vor, lange zu bleiben. Ach ja? Also, worum geht's hier? Ich habe ein bisschen aufgeräumt nach der Fabrik. Und ich habe Informationen über den Metallschädel gefunden, der mich und mein Bruder benutzt hat. Das Schlitzauge hat einen PDA liegen lassen. Sein Auftraggeber steht nicht drin, aber Zugangscodes, Namen und ähnliche Scheiße. Warum geben Sie ihn mir? Vielleicht mag ich das Gefühl nicht, Ihnen was schuldig zu sein. Oder ich will eine Schlange mit einer anderen Schlange töten. Machen Sie, was Sie wollen, Pendejo. Meine Schuld ist in jedem Fall bezahlt. Okay, das hat sich gelohnt. Was haben wir denn bekommen für den, vom PDA her? Alpha Team und Blue sind Oscar Mike. Soldaten halten in den Rücken frei, sichern sie die Daten. Exfiltration erfolgt über die zugewiesene LZ. Sammeln sie sich in der Anlage. Wie es aussieht, haben die was gemerkt. Türcode der Anlage, Vollzugriff 7984. Login PW für Sicherheitshub. Spexor Neural Hub. Hm. Neuer Zugangscode. Danke. Vielen, vielen Dank. Neue Mission. Wo müssen wir hin? Irgendwo da hinten. JWD. Können wir in der Zwischenzeit nochmal Müll wühlen? Schade, dass wir hier nicht fahren können mit den Autos. So, da ist die Bahn. Ich glaube, wir sollten mit der Bahn fahren. Oder zumindest so tun, als ob. Huch. Da müssen wir hin.
Aber hier gibt es auch so eine komische Magnetschwebebahn oder so, ne? So wie bei Cyberpunk. Was fällt dir ein, mir einen Freier in der D-Row zu buchen? Was, wenn irgendwas schief geht? Wie soll ich da bitte wieder rauskommen? Keine Sorge, Baby. Darf ich hier sein? Bist du irre oder was? Hast du gehört, dass Pauli wieder auf See ist? Komm bloß nicht näher, Arschloch! Verschwinde! Ich bin doch schon weg! Jensen! Was kann ich für Sie tun, Francis? Sie wissen, warum ich Sie kontaktiere. Nee. Geht's um das Signal, das Ihre Sicherheitsbemühungen zunichte macht? Es hält eine Hintertür in unser Netzwerk offen. Wir sind erst sicher, wenn Sie die Antenne finden, die es aussendet, und sie zerstören. Für Sie tue ich alles. Ui. Vielen Dank. Das Schlimme ist, ich habe keine Munition für die Knarre. Und das nächste Schlimme ist, ich habe hier zwar irgendwelche Betäubungspfeile, aber oder Elektroschockpfeile, aber die funktionieren nicht. Sind kaputt. Da, Elektroschockpfeile. Ich glaube nicht, dass ich die hier irgendwie auswählen muss oder so. Das heißt, das wird jetzt so eklig. Wobei, warte mal, was sind denn das für Granaten hier unten? Ich habe hier einmal eine Splittergranate und eine Schockgranate. Okay, wir könnten das ja damit mal probieren, mit der Schockgranate. Wie sieht die nochmal aus? Die Schockgranate ist die neuen, okay. So, wie werfe ich jetzt? Steuerung, Tastatur. Werfen, zünden, G. Okay, ist natürlich wieder voll flexibel auf der Tastatur. So geht's auch. Oh, so wäre es auch gegangen. Dass man das immer erst im Nachhinein sieht, was man... Wo ist er? Hört sich irgendwie scheiße an. Ja. Wo ist er? Da hinten muss ich hin. Tür muss rund um die Uhr bewacht werden. Okay. Klar. Schon kapiert, Mann. Der Raketenwerfer ist astrein. Was? Eine Überraschung für die MCBs und keiner greift sich den, kapiert? Kapiert. Griffel weg vom Raketenwerfer. Okay, wir bauen die Raketenwerfer. Wieder nach, falls jemand versucht, über die Lüftung reinzukommen. Klar? Glasklar.
Lüftung und Aufzug schaffen. Ist hier irgendwas drin? Nö. Frage ist, wir müssen die irgendwie umboxen. Glaube ich zumindest. Sollten wir machen. Ist da jemand? Nein. Oh shit. Lauf nur weiter! Okay, die haben mich verloren. Jetzt bin ich gleich tot. Ach du Scheiße, wie viel sind denn das? Okay, die haben sich beruhigt. Warum schieße ich ihn gegen die Wand hier? Das tut mir leid. Das ist ein bisschen eskaliert hier. Hat das irgendwelche Auswirkungen? Nee, ne? Uns hier lang geschlängelt. Wir wären da unten durch, ja. Wir hätten uns doch durchsneaken können, aber nur gut. Jetzt ist es so, wie es ist. Jetzt ist es so, wie es ist. So. Wie sieht's denn da hinten aus? Da sind zwei. Hier, Roman, ich dachte, wir hätten Kabel. Warum kriege ich hier nur Pikes News rein? Ist das Einzige, was wir empfangen. Seit dieser Purity-Heini aufs Dach geklettert ist und an der Antenne rumgespielt hat. Sanders Freund, den hast du in die Nähe des Helipads gelassen? Hat gesagt, er schaltet uns den Pornokanal frei. Und das hast du ihm geglaubt, du Vollidiot? Die haben nichts mitgekriegt. Irgendwas piept hier. Ich glaube, das ist nicht gut da. Was wird das sein? Wahrscheinlich so ein Bewegungssensor-Gedöns, oder?
Oh, war das laut. Guck mal, wie wir zielen können, ja? Ich glaube, das hat keiner gehört. Und wir haben sogar einen ausgenockt. Kuckuck. So. Springt hier noch jemand rum? Warte mal. Was waren hier eigentlich in dem Vorraum? Wir sind hier einfach durchgeglitscht hier. Okay, ist bloß. Da ist die Antenne. Ah, guck mal. Upsala. Tut mir leid. Ey, die kommen einfach raus und ballern sofort dahin. Die cheaten. Vielleicht sollten wir sie einfach in Ruhe lassen. Ich weiß gar nicht, ob das extra Punkte gibt oder Negativpunkte oder was auch immer. Wir kümmern uns jetzt hier um die Antenne und gut ist. Hecki Heck. Kein Code gefunden, okay. Na, immerhin. Ups. So, was, wie sieht's denn hier aus? Wir müssen uns hier ein bisschen vorwärts bewegen. Zugriff gewährt. Sehr schön. Störsender inaktiv. Boss, ist die Hintertür immer noch offen? Nein. Gute Arbeit. Frank hat gerade durchgegeben, dass alles okay ist. Jetzt müssen wir die Mistkerle finden, die uns angegriffen haben. Farida, sind Sie in Bereitschaft? Verstanden, Boss. Jensen, hören Sie mich? Ja. Laut und deutlich. Bleiben Sie in der Nähe der Antenne. Pritchard hat mir die Koordinaten übermittelt. Ich hole Sie ab. Oh, pünktlich. Ja, ich weiß. Ich weiß. Bei Kotor wäre das jetzt so gewesen. Aber ich denke mal, es wirkt sich hier nicht so aus. Mr. Jensen, Ihre Limousine steht bereit. Ja, ich bin ja hier. Ich bin hier. Ja. Ja, wir können. Ja, los. In Ordnung. Detroit Local, hier ist Seraph Industries. Bravo Echo Echo 008. Setze Flug fort. Bei Kotor kann man wenigstens die Angriffe vernünftig abwehren, ne? Mit einem Lichtschwert und so, das passt schon. Aber das ist hier leider nicht so ohne weiteres möglich. Wenn du ein Tablet hast, das gibt's auch fürs Tablet, iPad und Android. Richard, haben Sie die Koordinaten der Fabrik schon? Ich konnte nur ein ungefähres Areal ermitteln, Jensen. Sehen Sie sich um und suchen Sie etwas Ungewöhnliches. Ich überwache weiterhin die Frequenz, falls sie plötzlich aktiv werden sollte. Okay. Dann beobachten wir mal hier was Ungewöhnliches. Da wäre was.
Wer bist du? Hallo? Wer seid ihr? Yo. Yo. Wie läuft's, Mann? Auf der Suche nach neuem Spielzeug? Wir könnten ins Geschäft kommen. Okay, Gute Idee, ein wenig aufzustocken. Was ist denn im Angebot? Scheiße, Mann. Wir haben gerade echt scharfe Ware. Hier, was darf's sein? Ein Spezial-Upgrade-Pack für Betäubungsgewehr oder Armbrust, ne? Granatenpack, ne? Munition. Mehr Munition wäre nicht schlecht. Und zwar für das Betäubungsgewehr. 5 Betäubungspfeile, Alter. Gute Idee. Hier, bitte. Sonst noch was? Ich nehme noch mehr mal. Munition wäre nicht schlecht. Oh. Wie wär's mit Informationen? Ich habe natürlich schon einiges zu erzählen. Irgendwelche speziellen Wünsche? Läuft hier zurzeit irgendwas Verdächtiges? Verdächtig ist das falsche Wort. Jede Menge Fahrzeuge fahren ständig rein und raus. Die planen was Großes. Wer sind die? Genau das ist das Problem. Man kann die Mistkerle nicht einordnen. Bis vor einem Monat haben Regierungsleute den Textilfabrikanten das ganze Land abgekauft. Und seitdem geht in dem Laden irgendwas ab. Was total... Wie war das nochmal? Verdächtiges. Genau, Verdächtiges. Irgendwas total Verdächtiges geht da ab. Diese Spezialeinheiten sind rein in die Fabrik und haben jetzt eine größere Operation laufen. Sie haben meinen Bruder ausgeknipst, weil der da Geschäfte machen wollte. Ruhe in Frieden, Big Rizzle. Genau, Ruhe in Frieden. Sind die Spezialeinheiten noch da? Na sicher. Wir haben eine Patrouille im Hof, Scharfschützen auf dem Dach, das volle Programm. Aber ich habe Fahrzeuge von der Regierung gesehen. Könnte also sein, dass alles verlegt wird und die Feds hier wieder auftauchen. Danke. Okay. Sonst noch was? Ich glaube, haben tue ich's. Ich brauche im Moment nichts. Aber danke für das Angebot. Und ich glaube, das letzte Mal ist Ewigkeiten her, dass ich das gespielt habe. Das ist wirklich Ewigkeiten. Wer bist du denn? Ja, so ein Typ mit Zielfernrohr beobachtet die Slums. Kopf runter. Okay. Was ist hier hinten drin, ne? Ui. Danke. Im Übrigen, der Sprung ist schon mal klasse. Jetzt kommen wir hier an Stellen hoch. Oh. An Stellen hoch. Die uns nicht weiterbringen. Verdammt. Ich dachte schon, ich hätte jetzt hier, aber nun gut. Da drüben, das schaffen wir nicht. Würde uns aber weiterbringen. Also wenn ich jetzt hier sterbe, ist vorbei, ne? Ist vorbei. Ich werde mal schauen, wo das rumdümpelt, ne? Ist ja auch sehr umfangreich. Oh, ich glaube, hier war eine Tür gewesen, ne? Ja. Hallo? Also bei Kotor würde ich das dann aber auch so ähnlich wie bei The Witcher machen, ne? Das wird dann ein riesengroßer Block, weil es einfach so umfangreich ist. Da kann man... Also selbst hier ist es schon schlimm in Gänsefüßchen mit den Folgenschnippeln. Mit den Cuts. Upsala. Der ist ein bisschen gepanzert. Ich glaube, das ist der Typ, hä? Wir sind aufgeflogen. Manderley sollte die Leichenhalle eigentlich abriegeln, aber irgendjemand war vor uns bei der Leiche. Noch haben wir Zeit. Wir schnappen uns den Kerl. Dafür ist es zu spät. Wir müssen verschwinden. Aber was ist mit dem Holländer? Keine losen Enden, Barrett. Ich rufe gleich an. Man,
Manic, verschwinden Sie los. Warum? Was ist los? Sie sind hier. Die Söldner, die Megan und ihr Team getötet haben. Scheiße! Ich gehe rein. Genau, aber sie muss weg. Wir gehen rein. Ich glaube, ich sollte mich jetzt sehr unauffällig verhalten, oder? Wäre zumindest ein Gold wert hier. Also wäre Gold wert, so rum. Das ist doch voll für den Arsch, Mann. Genau. Muss hier. Okay, da ist keiner. Aber wir haben jetzt wieder unser super Gewehr hier. Gesundheit. Muss ich hin? Da hinten. Riskieren? Upsala. Theoretisch kann ich darüber springen. Los, hau ab. Hat sich da drüben jemand versteckt? Nein, hat keiner. Hallo? Wenn sich hier jemand versteckt, sollte er jetzt lieber rauskommen. Niemand darf... Na toll. Na toll. Na toll. Na toll. Oh, ich seh nix. Ich seh nix. Ich glaube, ich sollte es lassen. Eiderditsch. Wir sollten versuchen, unauffällig zu bleiben. Okay, hier sind wir unauffällig. Oh. Ah, das kommt bestimmt aus den Dokumenten, ne? Die wir bekommen haben von den Typen. Kein Platz mehr im Inventar? Tatsache, kein Platz mehr im Inventar. Okay. Die sind aber ganz schön heftig, ob wir die jemals irgendwie hinkriegen.